Möglichkeiten und Widerstände für kritische Pädagogik in der Sekundarstufe. Praxiserfahrungen aus London und Barcelona. Das ist so ungefähr das Thema meiner Forschung. Über was ich heute sprechen möchte, ist spezifisch die Elemente des Theaters unterdrückten als Forschungsmethode. Und wie sich das dann auf die Beziehung zwischen SchülerInnen, LehrerInnen und Institutionen ausgewirkt hat und wie sich das auch auf die Forschung ausgewirkt hat. Ich gebe euch zuerst einen kleinen Überblick über die Arbeit und dann die Schlüsselbegriffe. Etwas, was ich auf Englisch Terms of Engagement nenne und mit Konditionen des Teilhabens übersetzt habe. Da können wir danach auch drüber sprechen. Also Konditionen des Teilhabens im Lernraum. Dann ein bisschen was zu kritischer Pädagogik, weil ich nicht genau wusste, wie viel ihr darüber schon in anderen Seminaren gesprochen habt. Ja, ein bisschen was darüber und dann, wenn ihr wollt, können wir dann noch tiefer danach einsteigen und dann über das Theater in Unterdrückten und spezifisch Bildertheater, was ich benutzt habe. Und dann teile ich ein Beispiel mit euch, wo ich das benutzt habe in der Forschung und meine Reflexionen und Schluss. Folgerung. Genau. Also, meine Hauptforschungsfrage war, wie kann kritische Pädagogik einen inklusiven Raum für das Lernen in der Sekundarstufe schaffen? Und in dem Rahmen forschte ich mit LehrerInnen in London, Middletown und Barcelona, die sich mit der Umsetzung kritischer Pädagogik in ihren Klassenzimmern befassten. Und mit kritischer Pädagogik meine ich Pädagogik, die von Paulo Freires Pädagogik der Unterdrückten abgeleitet ist. Und komme danach nochmal drauf zu. Und ich war spezifisch daran interessiert, zusammen mit den Teilnehmenden über die Inklusivität dieser kritischen Lernräume nachzudenken. Und besonders im Kontext der hohen Exklusionsraten und der Segregation von SchülerInnen mit marginalisierten Hintergründen. Und als sowohl als auch SchülerInnen mit komplexen Lernbedürfnissen. Und in dem Kontext war es mir wichtig, dass die kritische und inklusive Pädagogik, die ich im Klassenzimmer untersuche, auch Teil des Forschungsrahmens selber ist. Und deswegen habe ich beschlossen, kreative Methoden zu nutzen, um mich zum einen mit dem im Körper eingeschriebenen Wissen auseinanderzusetzen, wie Bell Hooks das so schön sagt. Und dabei alternative Grundregeln der Kommunikation zu entwickeln, wie Ellsworth das fordert. Ich habe so ein paar Citations, so ein paar Referenzen in der Präsentation drin. Ich werde die nicht alle erwähnen. Falls ihr auf eine zurückkommen wollt, können wir das gerne danach auch machen. Konkret habe ich mit dem Theater der Unterdrückten gearbeitet, wobei ich auf meine eigene Praxis zurückgegriffen habe und deshalb auch als Forscherin, aber auch als Vermittlerin fungierte in der Forschung. Also versuche ich jetzt die Konditionen der Teilnahme der Klassenzimmer zu beschreiben, in denen ich gearbeitet habe und die meiner Meinung nach die Wissenserzeugung und den Wissensaustausch im Klassenzimmer beeinflussen. Ich verstehe Inklusion als betreffend für alle Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht sind. Und demnach verstehe ich, dass Ausgrenzung in einer Vielzahl von Mustern auftritt, als Prozesse der Marginalisierung in alltäglichen Situationen in der Schule, aber auch strukturell innerhalb der Institutionsschule, wie ich meine, dieses Bild sehr gut darstellt, in dem eine Aufgabe, die gleiche Aufgabe an alle gerichtet wird, die aber jede ganz anders ausfüllen kann oder auch nicht und es sich dann zum einen auf ihre Beziehungen in dem Lernraum ausübt, aber zum anderen auch, wie sie sich gegenseitig und miteinander sehen. Genau. Research, das ich mir angeschaut habe, zeigt, dass in England SchülerInnen mit besonderen Lernbedürfnissen und SchülerInnen aus marginalisierten Gruppen und auch SchülerInnen aus prekären Verhältnissen im Allgemeinen eher durch Schulausschluss sanktioniert werden und die gleichen SchülerInnengruppen in Barcelona, in Katalonien oft segregiert lernen. Genau. Ausschließende Praktiken können jedoch auch explizit oder implizit
durch institutionellen Diskurs erfolgen. So zum Beispiel im schulischen Diskurs können Identitäten geschaffen werden, bei denen das Aussehen oder der kulturelle Hintergrund der SchülerInnen zu einem Indikator für das von ihnen erwartete Lernverhalten wird. Und darüber hinaus bestimmen die Rollen, mit denen die SchülerInnen in ihren Klassen assoziiert werden, die häufig mit Lernetiketten verbunden sind, die den SchülerInnen zugeordnet werden, die aber nicht nur ihre Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen, darstellen, sondern auch dann in ihren eigenen Peergruppen eine Rolle spielen, wer dazugehört und wenn nicht, selbst wenn es vielleicht umgekehrt ist, wie es von einer Lehrkraft gesehen wird. Genau. Und in diesem Kontext habe ich mich mit der kritischen Pädagogik auseinandergesetzt und war interessiert an den Möglichkeiten, die diese Pädagogik in sich hat, Machtdynamiken im Klassenzimmer zu verändern. Hier mal die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach der kritischen Pädagogik, wobei ich mich aber auch mit ihren Entwicklungen und Kritiken auseinandersetze und sie durch eine inklusive Linse betrachte. Kritische Pädagogik sieht Lernen als Werkzeug für Veränderungen. Und Paulo Freire sieht das, dieses Bild da unten, finde ich, zeigt das ganz gut, im Gegenzug einer, wie er sie nennt, Banking-Model von Erziehung, in dem der Lehrer das Wissen dem Schüler einflößt und der Schüler quasi wie so ein Lehrertopf ist. Genau. Und demgegenüber sieht Freire Lernen als Werkzeug des Wandels, des sozialen Wandels. Wobei ich aber auch die Vielfalt der Erfahrungen und Bedürfnisse, die Schülerinnen in den Unterricht einbringen und die komplexen Machtdynamiken zwischen ihnen für wichtig halte. Kritische Pädagogik sieht eine Verschiebung der traditionellen Machtdynamiken zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, wobei ich mich auch damit beschäftige, die festen Identitäten von das sind die Unterdrücker und das sind die Unterdrückten in Frage stelle. Kritische Pädagogik spricht von Bewusstwerdung, Conscientization, dem Prozess, sich der Ungerechtigkeit in der Welt um einen herum bewusst zu werden und zu lernen. Und dieses Lernen ist dann ein emanzipatorischer Prozess für die SchülerInnen, diese Ungerechtigkeiten zu verändern. Und dazu nehme ich aber auch eine dekoloniale Kritik an Bord, die erinnert, Wahrnehmungen und Bedürfnisse der Teilnehmern zuzuhören, auch wenn diese über den vorgeschlagenen pädagogischen Rahmen hinausgehen. Und speziell dort. Kritische Pädagogik diversifiziert das Wissen, indem sie sich mit den Perspektiven der SchülerInnen auseinandersetzt. Und zudem würde ich auch die Ausdrucksmöglichkeiten für das verkörperte Wissen diversifizieren. Genau. Das ist so in a nutshell. Wir können gerne auf einige dieser Sachen zurückkommen später. Genau, und mit der Absicht, mich mit den gleichen pädagogischen Rahmen auch methodisch zu beschäftigen, also wie ich forschen möchte, habe ich das Theater der Unterdrückten als Forschungsintervention angewandt. Und jetzt ein paar Sachen zum Theater der Unterdrückten, wozu wir auch gerne später nochmal zurückkommen können. Also das Theater der Unterdrückten sieht das Theater als Probe für einen sozialen Wandel und stützt sich pädagogisch auf Schlüsselelemente der kritischen Pädagogik von Freire. Boal, der Begründer des Theaters, die kommen beide aus mehr oder weniger der gleichen Zeit in Brasilien, während der Diktatur in Brasilien und sind sehr, ja, in dem Kontext revolutionäre Praktiken. Boal, der Begründer, sieht das Theater als eine kritische Erkundung. Er spricht von der Praxis, sich selbst zu sehen, zu erforschen und sich mit Macht auseinanderzusetzen. Aber es geht auch darum, in diese Aufführung einzugreifen und alternative Aufführungen zu erforschen, um Veränderungen zu proben, festgefahrene Identitäten in Frage zu stellen und die Art, in der Welt zu sein, neu zu erfinden. In der schulischen Forschung angewandt, bietet DIS die Möglichkeit, neue Rollen oder Identitäten im Klassenzimmer zu erproben, was zu unterschiedlichen Narrativen in der Forschung führen kann.
Spezifisch habe ich mit dem Bildtheater gearbeitet, einer der Methoden des Theaters der Unterdrückten, einem Kommunikationsmittel jenseits von Worten, bei dem es nicht darum geht, die genaue Bedeutung zu verstehen, sondern sie zu fühlen und unsere Erinnerungen und Imaginationen wandern zu lassen. Und wir haben es gerade schon ein bisschen zusammen ausprobiert. Als solches befasst es sich mit dem im Körper eingeschriebenen Wissen, das, wie Huxley es beschreibt, eine Art des Wissens ist, das oft durch den Körper ausgedrückt wird, was ihm durch Erfahrung tief eingeschrieben wurde. Genau. Und ich habe das quasi als Forschungsmethode auch benutzt in dem Rahmen auf soziale Gerechtigkeit basierende Forschung. Okay, und jetzt zu meiner Forschung. Also ich habe in drei verschiedenen Schulklassen geforscht mit LehrerInnen, die versucht haben, kritische Pädagogik in ihrem Klassenzimmer anzuwenden. Einmal in London, einmal in einem Ort, kleineren Ort neben London, das ich anonymisiert habe und Middletown nenne, über das ich jetzt gleich euch ein Beispiel teilen werde, und einmal in Barcelona. Und ich habe irgendwie 6 bis 8 Sessions mitgemacht mit den SchülerInnen und den LehrerInnen in diesem Klassenzimmer, das in einer staatlichen Schule, staatlichen Sekundarstufe, in dem LehrerInnen versucht haben, eben kritische Pädagogik anzuwenden. Einmal in einem Klassenzimmer, einmal in so einer Art Nurture Classroom, also einem Klassenzimmer außerhalb des gängigen Unterrichts für Kids, die oft aus Klassenzimmern geflogen sind, und einmal in einem Englisch-Klassenzimmer. Also verschiedenen Klassenzimmern, fast alle SchülerInnen waren zwischen 13 und 14 Jahren alt, und die LehrerInnen haben eben das kritische Pädagogik ausprobiert. Teilweise in den meisten Kontexten als Projekt. In einer Schule in Barcelona war das Ganze strukturell von der Schule angelegt, was auch ja interessant war, aber eher, glaube ich, nicht so häufig stattfindet. Genau, und ich habe da 2 Wochen, also 6 bis 8 Sessions, meistens um die 2 Wochen, Participant Observations gemacht. Mit Teilnahme, Beobachtung. Und dann Interviews gemacht mit SchülerInnen und den LehrerInnen, und zum Schluss eben so ein Theaterworkshop als Intervention vermittelt, dynamisiert. Genau. Und in denen habe ich dann als Forscherin gleichzeitig als Vermittlerin teilgenommen und war direkt involviert. Und in den Workshops habe ich Teilnehmende gebeten, Bilder von Lernen, Macht und Zugehörigkeit in ihren Klassenzimmern zu kreieren. Und damit wollte ich eine kritische Reflexion über ihren Lernraum anstellen. Und es war mir wichtig, mich mit dem auseinanderzusetzen, was Huxley als die dominante Stimme bezeichnet, und mich mit Macht zu beschäftigen und zu erkunden, wie ein inklusives Klassenzimmer aussieht. Ein Klassenzimmer, in dem jeder und jede nach seinen und ihren eigenen Bedingungen teilnehmen kann oder zum Klassenzimmer zugehören kann. Und in den Workshops ist das Klassenzimmer selbst ein Akteur in der Reflexion, mit dem sich Teilnehmende in ihren Bildern auseinandersetzen. Genau. Und ich teile jetzt ein Beispiel mit euch aus Milestone Academy, in diesem kleinen Ort außerhalb Londons, den ich Middletown nenne. Und an Milestone Academy wandte Alex, Wissenschaftslehrer, kritische Pädagogik 2 Wochen lang in seinem Wissenschaftsklassenzimmer an. Und ich war dabei mit einer 9. Klasse. SchülerInnen arbeiteten während dieser Zeit in Freundschaftsgruppen an, was der Lehrer kontroverse Themen der Wissenschaft nannte, und recherchierten Themen ihrer Wahl durch Artikel und Interviews mit ihren Peers.
Die Ergebnisse stellten sie am Ende des Projekts durch eine Posterkonferenz anderen SchülerInnen und LehrerInnen vor. Das Projekt durfte nur als Sommerprojekt angeboten werden, obwohl es eigentlich als ganzes Semester angelegt war, aber er durfte es nur in den letzten 2 Wochen anbieten. Und obwohl sich die SchülerInnen mit schwierigen und relevanten Stoffen auseinandersetzten, wurde es nicht als Examen relevanter Lernstoff anerkannt. Und das Beispiel, das ich mit euch jetzt teile, ist, als ich die, also den Lehrer und die SchülerInnen gebeten habe, sich ein Bild zu kreieren, wo sie sich am mächtigsten fühlen. Genau. Meiner Meinung nach zeigt dieses Bild einige Machtdynamiken, die sich während des kritischen Pädagogikprojekts schon verändert hatten und verstärkt andere. Es zeigt auch einige Machtdynamiken der SchülerInnen und Lehrer und dem Lehrer untereinander. Zum Beispiel hier Sam, der diesen Moment nutzte sofort, um ein sehr symbolträchtiges Möbelstück im Klassenzimmer zu übernehmen, den Lehrerstuhl, auf dem er stand, während andere, wie Roxana, die man auf diesem Bild nicht sehen kann, sich auf einen Tisch in der hinteren Ecke des Raums positionierte und so einen Überblick über die Klasse hatte. Verschiedene SchülerInnen wie Lola und Omari positionierten sich in der Lehrerposition, während der Lehrer Alex sich als Teil der Schülergruppe in der Mitte der Schülertische positionierte. Andere wie Hamza sind einfach in ihrem normalen Platz sitzen geblieben und wurden somit zu etwas, was Boal als Spectator nennt, also Zuschauer, aber trotzdem Teil des Bildes. Genau. Und hier ein paar Reflexionen. Der Theaterworkshop machte bestimmte Verschiebungen in der Machtdynamik deutlich, die sich während des gesamten kritischen Pädagogikprojekts vollzogen hatten. Wie zum Beispiel der Lehrer Alex, der während des Projekts verschiedene Positionen ausprobiert hatte und nach von der Leitung des Unterrichts von seinem Schreibtisch aus, also frontal, zu einer unterstützenden Person im von den SchülerInnen geleiteten Unterricht geworden war. In diesem Bild zeigt er, wie er sich inmitten der SchülerInnen mächtig fühlt, während er seinem eigenen Schreibtisch gegenübersteht, der vielleicht die institutionelle Macht symbolisiert. Von hier aus sieht er sich Sam gegenüber, dessen Bild auf dem Lehrerstuhl in jedem anderen Kontext als inakzeptables Verhalten gewertet wurde. Im Theaterworkshop jedoch zu einem konstruktiven Beitrag wurde. Der Perspektivenwechsel ermöglicht es den beiden, sich aus vertauschten Positionen heraus mit dem jeweils anderen auseinanderzusetzen. Dennoch reflektiert Sam nicht über die Macht, die er über seine Mitschüler hier ausübt. Und in einer Art und Weise Roxana, die man leider nicht sehen kann, sitzt ihm gegenüber von der Ecke heraus. Lola und Omari, die sich an der Tafel positionierten, präsentieren sich als WissensvermittlerInnen, so wie Wissen im traditionellen Klassenzimmer von der Tafel aus vermittelt wird. Was in der Tat verschiedene Äußerungen von Omari während des Projekts widerspiegelt. Die zeigen, dass er eine bestimmte Wissenshierarchie zwischen Erwachsenen und SchülerInnen schätzt, aber auch, wie wichtig es für ihn ist, innerhalb dieser Hierarchie anerkannt zu werden. Und in Interviews und in anderen Bildern kam das auch ziemlich rüber. Genau. Andere wie eben Hamza, der beschließt, teilzunehmen mit einer Nicht-Teilnahme, Non-Participation, veränderte die Rahmenbedingungen, weil er sich so zeigt, wie er sich zeigen will und nicht unbedingt und in der Position sich gut fühlt oder sich mächtig fühlt, obwohl es vielleicht nicht die Frage beantwortet, die ich gefragt hätte. Genau. Einige Reflexionen, die ich da rausgezogen habe. Der Theaterworkshop veränderte den Rahmen der Teilnahme,
wodurch sich die Möglichkeiten für eine Teilnahme jenseits der gewohnten Rollen verschoben. SchülerInnen und LehrerInnen konnten ihre Perspektiven aufeinander und im Klassenzimmer ändern, und das Teilnehmen durch den veränderten Raum ermöglichte unterschiedliche Subjektivitäten. Also der Klassenclown ist plötzlich jemand, der konstruktiv mitmacht, jemand, der sich lieber rauszieht, verändert die Bedingungen, die Rahmenbedingungen der Aufgabe. Der kritische Unterricht förderte eine Verschiebung der Lehrerposition, die im Theaterworkshop sichtbar gemacht werden konnte. Einige der Bilder im Theater verdeutlichen die Macht, die die SchülerInnen über ihren Klassenraum hatten. Andere zeigen SchülerInnen auf der Suche nach struktureller Anerkennung. Während sich die Art und Weise, wie Wissen erzeugt wurde, änderte und die SchülerInnen ihr eigenes Wissen und ihre Referenzen teilten, war für einige die institutionelle Aufwertung immer noch relevant. Dies stellte auch die Werte der kritischen Pädagogik in Frage, da die SchülerInnen ihre Handlungsfähigkeit innerhalb der Pädagogik einfordern. Als Wissenschaftlerin und Vermittlerin war ich direkt mit eingebunden in die Dynamiken im Klassenzimmer und durch die Intervention des Theaters mit impliziert in dem, was Datenerhebung heißt. Konklusionen, Ideen. Insgesamt war die Umsetzung kritischer Pädagogik fruchtbar, doch wurde die Arbeit von der Institution eingerahmt, die schwer zu überwinden war. Also in dem Fall hat Alex nur 2 Wochen bekommen, obwohl der Stoff relevant war, spielt er keine Rolle in dem ganzen Examen, Struktur etc. Die SchülerInnen waren selbst in die Taxonomie der neoliberalen Institution eingebettet und verstanden ihren Erfolg teilweise dadurch, was ich für wirklich wichtig halte, weil wir das oft vergessen, wenn wir mit unseren Ideen ankommen. SchülerInnen wollen trotzdem gerne an der Schule anerkannt werden in den feststehenden Strukturen. Sie beschäftigen sich jedoch mit dem Lernen jenseits ihrer gewohnten Identitäten im Klassenzimmer, was festgelegte Machtrollen in Frage stellte und eine Verschiebung der Handlungsfähigkeit bedeutete. Insgesamt ermöglichte die Arbeit eine Verschiebung bestimmter Machtdynamiken zwischen Lehrkräften, SchülerInnen, Institutionen und dem Lernen selbst, einschließlich die Machtdynamiken, die durch den kritischen pädagogischen Raum selbst festgelegt wurde. Der Theaterworkshop verdeutlichte die Verschiebung der Machtdynamiken zwischen LehrerInnen und SchülerInnen während der Forschung und bot Möglichkeiten für weitere Verschiebungen bei der Bildung von Subjektivitäten jenseits des institutionellen Diskurses. Methodisch gesehen ist dies ein Beitrag, denke ich, zur Debatte über die Erweiterung der Möglichkeiten der Forschung über inklusive Bildung und Pädagogik. Der Widerstand der Institution, der Schule, gegen die eher strukturellen Elemente des Projekts zeigte, dass sie das Bildungsparadigma in Frage stellt. Selbst wenn die Verschiebungen in der Machtdynamik nur kurzzeitig waren, vermittelten sie den SchülerInnen und Lehrern die Erfahrung eines neu gestalteten Klassenzimmers. Genau. Und hier noch meine References, die wir auch gerne nochmal genauer uns dann angucken können. Genau.